Hi Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute Handhelds gegeneinander, der Aya Neo, unten der 2021, oben der Lenovo Legion Go 2024. Es geht nicht darum, wer der Bessere ist, nö, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Es geht eher darum, der Aya Neo 2021, schafft er noch aktuelle Games? Und ja, wie? Das schauen wir uns heute mal an. Die Lenovo Legion Go ist halt dafür da, dass wir gegenseitig vergleichen können mit den FPS. Also, bis gleich. Um beim Aya Neo alles rauszuholen, was noch geht von der Leistung her, lassen wir ihn am Akku eingesteckt. Die Performance tun wir auf extrem. Man sieht ja die TDP auf 40 Watt. Power Policy ist auf High. Und CPU Turbo ist auch an. Also, wir verwenden auch den Aya Space, also den Launcher von Aya Neo. Nur um sicher zu gehen, dass er wirklich alles an Leistung bekommt. Und dann schauen wir mal, ob er überhaupt ein aktuelles Game noch zum Laufen bringt. Seid gespannt. So, hi Leute, da sind wir wieder. Der Anfang macht bei uns Dragon Ball Sparking Zero. Gleich vorneweg, ich werde die gleiche Auflösung auch beim Lenovo Legion Go hernehmen. Also, damit das auch ein bisschen fair bleibt, ne? Moment, da müssen wir einmal Ja betätigen. Ja. Und was mich jetzt gleich wundert. Er hat gerade mal 14 FPS, man sieht es hier, ne? Aber er hat alles auf hoch gestellt. Das wundert mich halt. Also hier seht ihr selber, es ist alles auf hoch. Ich weiß jetzt nicht, warum der alles auf hoch stellt. Nämlich ich glaube nicht, dass er das auf hoch packen kann. Wenn er jetzt gerade mal 13, 14 FPS hat. Also wir ändern jetzt mal alles auf niedrig oder auf aus. Weil ich schon mal so eine Vorahnung habe, dass das nicht klappen wird. So. Einfach alles auf niedrig und aus. Mal schauen, ob wir das Game zum Laufen bekommen, Dragon Ball. Sparking Zero. So. Hier war noch einmal hoch. Das machen wir auch auf niedrig. So. Dann tun wir kurz speichern. Und dann schauen wir mal, ob wir es überhaupt zum Laufen bekommen. So. Jetzt gehe ich. Wieder unscharf. So. Ich hoffe, man sieht's. Manchmal spinnt manchmal die Kamera ein bisschen. So, ich habe jetzt alles auf niedrig gestellt oder auf aus. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, hi Leute, da bin ich wieder. Ihr hört den Lüfter blasen, ne, wie er Arbeit leistet. Und das Erste, was ich schon mal positiv überrascht bin, wir haben 44 FPS, 40 FPS. Also das Sparky Zero, das läuft sogar auf dem Gerät. Obwohl es schon so alt ist. So, jetzt haben wir Framerate-Einbrüche, jetzt. Okay, also wenn der Gegner weiter wegfliegt, dann haben wir ein paar Framerate-Einbrüche. Okay, gut zu wissen. Aber irgendwie funktioniert das Laden gerade nicht irgendwie. Oh je, jetzt hat er sich voll aufgehängt. Aber warum? Weil wenn du den Gegner gerade weggekickt haben, oder wie? Das ist seltsam. Okay. Jetzt geht's wieder. Okay, das probieren wir gleich nochmal aus. Komisch, also wir haben jetzt 40 FPS, 51 FPS. Hier, es läuft auch flüssig. Die Grafik sieht eigentlich auch ganz gut aus, wenn wir so hinschauen, ne? Okay. Wenn wir Spezialeffekte einsetzen, dann passiert's. Man hat's gesehen, oder? Dann geht die Framerate in die Brüche. Aber so funktioniert's eigentlich echt gut hier. Also sobald du irgendwelche Attacken einsetzt, im Griff zum Beispiel, 37 FPS, 32, jetzt fliegt er weg und, nö, das schafft er. Ja, aber er geht schon auf 30 FPS runter. Wenn du ihn jetzt weiter wegkickst, nee, war das ein Ausrutscher einmal? Also wie es aussieht, packt er das Game. Moment, machen wir nochmal. Setzen wir mal ein Ulti ein. Also wie es aussieht, packt ihr das Game echt gut. Wundert mich. 54 FPS, 51, und das sieht echt gut aus. Also das finde ich echt überraschend für den Aya Neo, dass er das so schafft. Ihr müsst halt bedenken, er ist von 2021. 42 FPS, 50 FPS, und das packt er echt gut. Echt erstaunlich. Okay.
Also ich würde sagen, den Test hat er bestanden, zumindest bei Dragon Ball. Man kann es echt spielen, es sieht echt gut aus. Okay, dann würde ich gleich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Spiel über. So, hi Leute, da sind wir in Space Marine 2. Ihr seht selber, naja. Also ich hoffe, man sieht es oben rechts, die Kamera spinnt ein bisschen. Sind gerade mal 15 FPS jetzt hier in dem Menü. Okay, wir gehen mal die ganze Grafikeinstellung durch. FSR ist sogar an. Ja. Aus. Standard. Unbegrenzt. Niedrig. 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 Aus. Aus. Niedrig. 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 Man hört den Lüfter immer noch pusten. Also. So. Alles auf niedrig. Mal schauen. Jetzt haben wir im Menü 16 FPS. 15 FPS und. Ja, 17 FPS und man sieht es selber, ne? 17 FPS, es ruckelt. Oh, jetzt haben wir Slowdowns. 10 FPS, 3 FPS, 1 FPS, 3 FPS. Oh ja, mit dem Spiel kommt er nicht zurecht. Das schafft er wahrscheinlich nicht. Also, es ist eine richtige Ruckelorgie, wer es sieht, ne? 3 FPS. 2 FPS. Nee. Also bei Dragon Ball war ich positiv überrascht, aber das Space Marine 2, das packt er nicht. Wirklich nicht. Jetzt haben wir 16 FPS, 17 FPS. Man sieht es auch, wie langsam er sich da bewegt, ne? Obwohl ich sagen muss, die Grafik für niedrig sieht eigentlich echt ziemlich nice aus, muss ich sagen, oder? Für niedrig? Finde ich eigentlich ganz nice. Muss ich jetzt sagen. 23 FPS, 22 FPS, 16 FPS, 15 FPS. Und wohlgemerkt, wir sind hier nur in der Halle. Also es kommen keine Monster und so weiter. Es ist keine Mission und er hat jetzt schon 16 FPS. Also ich würde sagen, das Spiel ist auf dem Aya Neo wahrscheinlich unspielbar. Würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir jetzt da hinkommen und da ein bisschen mehr passiert, dann. 15 FPS, 14 FPS, 13 FPS, 15. Ja, also ich würde sagen, das Spiel ist unspielbar auf dem Aya Neo. Es wundert mich, dass es überhaupt läuft. Das wundert mich. Aber so zum Zocken ist es wahrscheinlich eher nix, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem Respekt. Na gut, es muss halt jeder für sich selber wissen. Es ist jetzt auf Max gestellt, der Aya Neo. Das heißt, der Akku, der wird gerade mal, keine Ahnung, wenn er nicht am Netzteil hängen würde, wahrscheinlich gerade mal eine Viertel bis 20 Minuten halten und dann wäre er aus. Also, ob das sinnvoll ist, naja, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde jetzt sagen, das war's mit dem Test und wir gehen jetzt gleich zum nächsten Game über. So, wir sind bei Black Myth Wukong. FPS sind 47. Grafikeinstellungen habe ich schon aufgemacht. Wir sind FSR, ist an. Bilderzeugung ist an und sonst ist alles auf niedrig. Ihr seht es selber. Ich hoffe, es geht. Die Kamera ist ein bisschen doof. So. Alles auf niedrig. So. Ich würde sagen, dann schauen wir gleich mal rein. Hoffen wir das Beste. Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Ich bin schon mal positiv überrascht. Er zeigt 30 FPS an. Wenn er ganz schnell schwingt, dann sieht man schon, dass die Kamera, naja, 28 FPS. Es läuft. Erstaunlich flüssig. Das wundert mich. 27 FPS. Es sieht sogar gut aus. Wow. Ich bin positiv. Ja gut, wenn man jetzt auf den Boden schaut. Aber ich bin durchwegs positiv überrascht. 29 FPS, 30 FPS. Den will ich jetzt ungern kämpfen, das ist ein Boss. 24 FPS. Naja, wir können ja gegen den Boss. Da sehen wir es ja am besten. Ich habe das Game jetzt auch schon lange nicht mehr gezockt. 24 FPS, der hat auch eine Menge Effekte, der Boss. Also da kann man es am besten sehen. 25 FPS. Das ist schon ein bisschen. Okay. Also da gehen jetzt schon mal Slowdowns hin. 2 FPS. 4 FPS. Also das Spiel läuft gut, solange es nicht zum Kampf kommt. Wenn es zum Kampf kommt, dann wird es ein bisschen holprig.
Aber warum wird das beim Kampf holprig? Das wundert mich. Hat 2 FPS. Also, das ist schon mal unspielbar hier beim Boss. Wir tun jetzt mal kurz stoppen. 12 FPS, 14 FPS. Ah, okay. Also, wir merken uns, wenn nichts passiert, dann kannst du ungefähr bis zu 30 FPS kommen. Wenn was passieren sollte auf dem Bildschirm, dann hast du ein Problem. Jetzt haben wir 24 FPS, 22 FPS. Hier, wenn solche Effektgewitter einsetzt, da haben wir halt ein Problem. 23 FPS. Ja gut, vielleicht waren es ja auch kurz Ladehemmungen. Das kann ja auch sein. Wir gehen jetzt noch mal rein zum Boss und schauen noch mal, ob es jetzt besser läuft mit den FPS. Vielleicht war es ja nur am Anfang, weil wir noch irgendwelche Texturen geladen haben. Wir wollen nicht zu streng ins Rennen mit ihm. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir haben jetzt aktuell wieder 27 FPS, 25 FPS. Muss auch sagen, es sieht auch echt gut aus. Jetzt können wir auch die Fähigkeiten öffnen ohne Probleme. Ich glaube, weiß nicht, das war wahrscheinlich gerade irgendwie der Vorführeffekt. So, jetzt kommt der richtige Test. Jetzt bin ich gespannt. Like 25 FPS. 23 FPS. Hey, es läuft echt gut, muss ich sagen. 20 FPS runter. Vierundzwanzig FPS. 18 FPS. Das sieht aber echt gut aus, muss ich sagen. 19 FPS, 24 FPS, 22 FPS. Ja, gut, man hat schon ein paar Ruckler drin, aber ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Also wirklich, für ein Handheld von 2021 nicht schlecht. Also, ich bin positiv überrascht. Naja, also ich würde sagen, Fazit. Ja, Black Myth Wukong würde ich auch sagen, ja, das schafft er auch so. Gerade so würde ich jetzt sagen. Space Marine 2 hat er überhaupt nicht geschafft, aber 2 von 3 Games, Respekt. Aber er hat immer Slowdowns. Hier, jetzt sieht man es wieder, jetzt geht es wieder in die Brüche. 4 FPS, 6 FPS. Also manchmal haben wir ein paar Probleme. Das sieht man gerade. Das war jetzt ein gutes Beispiel. 4 FPS und da muss er sich halt wieder fangen. Das ist halt, naja. Für ein Handheld für 2021 bin ich auch positiv überrascht, muss ich sagen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wegen Daumen in nördlicher Richtung. Und ja, gerne einen Kommentar. Und ja, wenn ihr mehr solche Videos sagen wollt, haben wollt, dann sagt mir gerne Bescheid, okay? Also, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. So, hi Leute, da sind wir beim Lenovo Legion Go. Wie ihr seht, die gleiche Auflösung, 1280, 42 FPS hat er jetzt gerade. V-Sync ist auf an, ja, normal alles auf hoch. So. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir gleich mal in den Trainingsmodus und schauen wir mal, wie viel FPS wir haben. So, dann sind wir im Trainingsmodus mit 43 FPS. Ich hoffe, man sieht's. Bewegt ja auch ganz fluffig. Sechsundvierzig FPS. 42 FPS. Aber gut, ist ja auch logisch, der hat ja auch ein bisschen mehr Leistung. 42 FPS, ja. Also auf da mit hoch läuft es auf jeden Fall geschmeidig, würde ich mal sagen. Okay, dann gehen wir gleich zum nächsten Spiel. So, jetzt sind wir bei Wulong zurück für den Lenovo Legion Go. Und oh Moment, wir machen erstmal empfohlene Einstellungen. So, wir haben gerade die empfohlenen Einstellungen genommen. 87 FPS zeigt an, FSR ist an. Grafikvoreinstellung ist auf niedrig, da hier sehr hoch, 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 alles auf sehr hoch. So, dann hüpfen wir mal ins Spiel genau bei der gleichen Stelle und schauen mal, was uns erwartet. Bis gleich. Also, da sind wir wieder. Wulong läuft mit 36 FPS.
Bevor jemand sagt, ja, das ist ja fast die gleiche FPS-Zahl, ja, es ist ja alles fast auf sehr hoch gestellt. Das muss man ja wohl merken. So, gerade halt ein Framerate-Einbruch, aber das ist sogar mein Standard-PC. Wow. 33 FPS, 35 FPS. Ich glaube, das ist echt die Textur ein bisschen. Die Texturen brauchen immer ein bisschen in dem Spiel. 33 FPS. Jetzt hängt er, jetzt hängt er, jetzt hängt er. Also mal kurz Start drücken und dann wieder. Ja, jetzt hat sich gerade aufgehängt, wie nicht cool. Ja, jetzt habe ich es total zum Absturz gebracht. Das ist der Vorführeffekt wahrscheinlich. Also der Lenovo Legion Go sollte das Game eigentlich schon gut packen und auch sehr hoch. Man kann damit die Grafikeinstellung auch noch ein bisschen herumschrauben. Oh ja, das muss man auch erstmal zusammenbringen. Warten wir mal ein bisschen. Moment. So, ich bin jetzt ein bisschen runtergegangen. Ich habe das alles mal auf hoch gestellt nur. Jetzt mal schauen. 40 FPS, 43 FPS. 25 FPS, 40 FPS. Vielleicht sollte ich die Reflexion noch runterstellen. 40 FPS, aber ja. Es scheint jetzt. Jetzt geht er wieder runter. 11 FPS, 16 FPS, 23. Ich glaube, ich sollte wahrscheinlich irgendwas ausstellen bei dem Spiel. Irgendwas mag er nicht auf dem Handheld, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Was er für Probleme hat, weiß ich jetzt leider nicht, aber irgendwelche Probleme hat er. 38 FPS, 40 FPS wieder. Select's wieder ein bisschen. Irgendwas muss man ausstellen. Irgendwas hat er Probleme hier. Man sieht es die ganze Zeit. Muss ich mal rausfinden. Ich glaube, ich mache mein eigenes Video von Black Myth Wukong. Dann gehen wir der Sache mal auf den Grund, was er für Probleme hat. Ich theoretisch müsste es eigentlich schon laufen. Vielleicht sollte man die Reflexion ausstellen, ich habe keine Ahnung. Hier wieder komplett. Aber ja, das war Lenovo Legion Go jetzt. Okay. Also.